Hallo zusammen. Heute setzen wir das Thema Mode fort. Wir besprechen heute die Kleidung, die ihr jeden Tag tragt. Welche Kleidung ist es? Was meint ihr? Ja, ihr habt recht. Heute besprechen wir die Schuluniform. Jetzt sag bitte, was assoziiert ihr mit dem Wort Schuluniform? Welche Wörter fallen euch ein, wenn ihr das Wort Schuluniform hört? Stoppt bitte jetzt das Video und füllt das Assoziogramm aus. Gemacht? So, dann prüfen wir. So können hier folgende Wörter sein. Die Bluse und der Rock, gleiche Kleidung, die Schule, die Notwendigkeit, meine Klasse, das Lernen. Gut gemacht, wir gehen weiter. Jetzt findet bitte Übung 1a auf der Seite 147 in unseren Schülerbüchern. Welche Vor- und Nachteile hat die Schuluniform? Sammelt bitte in einer Tabelle mögliche Gedanken zum Problem der Schuluniform. Nennt bitte möglichst viele Pro- und Kontra-Argumente der Schuluniform. Haltet bitte das Video an und füllt die Tabelle aus. Seid ihr schon fertig? So, dann wollen wir prüfen. So können zu den Pro-Argumenten der Schuluniform folgende gehören. Erstens. Mit der Schuluniform werden die Schüler verantwortlicher zum Lernen. Zweitens. Schuluniform diszipliniert die Kinder. Drittens. Mit der Schuluniform sind alle Schüler gleich. Es gibt keine unpassende Kleidung. Die Schuluniform hat auch ihre Kontraargumente. So können dazu folgende gehören. Erstens. Alle sind gleich. Die Schüler können ihre Persönlichkeit nicht ausdrücken. Die Schuluniform passt nicht allen und kann oft unbequem sein. Drittens. Die Schuluniform ist oft teuer. Viertens. Es ist nicht leicht, eine passende Schuluniform zu finden. Gut gemacht. Und jetzt gehen wir mit euch weiter. Findet jetzt bitte Übung 1b auf der Seite 148. Hört bitte das Interview und füllt die Tabelle aus. Sag bitte, wer ist für und wer ist gegen die Schuluniform? Und wer ist überhaupt nicht sicher? Vor dem Hören schlage ich aber euch vor, folgende Wörter zu beachten. Zerrissene Jeans, zum Beispiel. Niemand darf zur Schule zerrissene Jeans tragen. Sich von anderen unterscheiden, zum Beispiel. Jeder Schüler will sich von anderen unterscheiden. Repräsentieren, zum Beispiel. Die Schüler repräsentieren durch die Schuluniform ihre Schule. Persönliche Freiheit eingrenzen. Viele Schüler meinen, dass die Schuluniform ihre persönliche Freiheit eingrenzt. Jetzt werdet ihr das Interview hören. Die handelnden Personen in diesem Interview sind Sandra, Lars, Daniela, Dagmar, Marlene, Kevin und Sven. So, dann wollen wir das Interview hören. Kapitel 4b.
Übung 1b. Reporterin. Wie stellt ihr euch zur Schuluniform ein? Sandra, 16. Ich finde es zum Teil nicht gut, wie manche zur Schule kommen. Lars, 12 Jahre alt, trägt zum Beispiel zur Schule zerrissene Jeans, viele Ketten und große Ohrringe. Da finde ich die Schuluniform schon besser. Und morgens macht man sich keine Gedanken, was man anziehen soll. Lars, 16. Ich bin gegen Schuluniform. Alleine schon der Begriff Uniform gefällt mir nicht. Ich bin doch in der Schule und nicht beim Militär. Ich will mich von anderen unterscheiden. Mit Kleidung zeigt man ja, wer man ist. Die Schuluniform macht alle gleich und das ist langweilig. Daniela, 14. Ich bin für die Schuluniform. Durch die Schuluniform repräsentieren die Schülerinnen und Schüler auch ihre Schule ganz anders nach außen. Auf den Straßen oder in Bussen kann man schon erkennen, aus welcher Schule die Schülerinnen oder Schüler sind. Dagmar, 17. Wenn die Kleidung in der Klasse bunt ist, ist es besser für die Stimmung. Eintönige Schuluniformen sind langweilig und nicht modisch. Ich muss selbst entscheiden, was ich tragen möchte. Marlen, 16. Wenn man die Schuluniform einführt, dann werden alle eine bestimmte Farbe und eine bestimmte Form der Kleidung haben. Die Schuluniform schränkt meine persönliche Freiheit ein. Und die Schuluniform kostet auch viel Geld und man trägt sie nur in der Schule. Kevin, 16. Ich finde die Schuluniformen prima. Die Schuluniformen verbessern das Schulklima. Dann sehen alle gleich aus und man kann nicht schon direkt an der Kleidung erkennen, ob die Eltern reich oder arm sind. Ich kenne eine Klasse, wo man einen Jungen überhaupt nicht akzeptiert, nur weil er keine Markenklamotten trägt. Der Markendruck ist groß. Das finde ich total falsch. Sven, 16. Es ist mir egal, ob ich eine Schuluniform tragen soll oder in meinen eigenen Klamotten zur Schule gehe. Da sind doch nur Klamotten und nichts mehr. Ich gehe in die Schule, um zu lernen und nicht eine Modenschau zu machen. In die Schule trage ich bequeme Sachen, Jeans und Pullis. So, dann gut. Jetzt füll bitte die Tabelle aus und bestimmt, wer ist für und wer ist gegen die Schuluniform und wer ist überhaupt nicht ganz sicher. Stopp bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Gemacht? So, dann gehen wir weiter. Jetzt lest bitte das Interview in der Übung 1e auf der Seite 148. Überprüft bitte eure Meinungen. Drückt jetzt bitte kurz auf die Pause, lest das Interview nochmals und korrigiert eure Tabellen, wenn es nötig ist. Seid ihr fertig? So, dann wollen wir prüfen. Für die Schuluniform sind Daniela und Kevin. Gegen die Schuluniform sind Lars, Dagmar und Marlen. Nicht ganz sicher sind Sandra und Sven. Gut gemacht, wir gehen weiter. Jetzt findet bitte Übung 1f auf den Seiten 149, 150. Lest bitte die Meinungen der Schüler und nehmt Stellung dazu. Beachtet bitte und benutzt dabei die Redewendungen im Kasten. Natürlich sind langweilig, aber das stimmt, der Markendruck ist, die Schuluniform verbessert, die Kosten für die Eltern sind, aber ich bin einverstanden, die Kleidung ist ein Ausdruck der eigenen Individualität, aber
gerade das Argument, dass es kann nicht sein, dass. Jetzt zeige ich euch auch ein Beispiel für eure Stellungnahme. Die Schuluniform macht alle gleich und das ist langweilig. Natürlich ist die Schuluniform langweilig, aber durch die Schuluniform repräsentieren die Schüler ihre Schule. Es kann nicht immer so sein, dass die Schuluniform persönliche Freiheit der Schüler eingrenzt. Haltet bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr fertig? So, dann gehen wir zur nächsten Aufgabe über. Findet bitte Übung 1g auf der Seite 150. Bringt bitte die Argumente der Jugendlichen in der richtigen Reihenfolge, also von 1, sehr wichtig, bis 9. Zum Beispiel, meiner Meinung nach ist das fünfte Argument das wichtigste, weil am wenigsten wichtig scheint für mich das achte Argument, weil. Stoppt bitte das Video und äußert eure Meinungen. Gemacht? So, dann gehen wir weiter. Jetzt äußert bitte eure Meinungen, warum die Schuluniform sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Fangen bitte eure Äußerungen folgenderweise an. Ich glaube, das ist eine gute, schlechte Idee. Meine Meinung über Schuluniform ist positiv, negativ. Ich finde es gut. Fangt bitte eure Argumente folgenderweise an. Erstens ist das denn, zweitens, drittens, für die Schuluniform spricht auch das, gegen die Schuluniform spricht das, und beendet bitte eure Äußerungen folgenderweise. Darum glaube ich das. Haltet bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr fertig? So, dann gehen wir weiter. Eure letzte Aufgabe ist, stellt bitte euch vor, euer Freund oder eure Freundin aus Deutschland interessiert sich, welche Kleidung ihr in der Schule tragt. Erzählt bitte über eure Schule und eure Schuluniform. Beantwortet bitte die Fragen. Was tragt ihr gewöhnlich zur Schule? Wie seid ihr jetzt angezogen? Was möchtet ihr zur Schule gerne tragen? Was möchtet ihr zur Schule überhaupt nicht tragen? Gibt es in eurer Schule gleiche Schuluniform für alle Schüler? Stoppt bitte das Video und äußert eure Meinungen. Gut gemacht! So, dann das war's für heute. Vielen Dank für eure Arbeit. Unsere Arbeit setzen wir in der nächsten Stunde fort. Tschüss und bis demnächst.